Hey Freunde und willkommen zu einem klitzekleinen Vlog-Informationsvideo, was ich euch heute präsentieren möchte. Es ändert sich ein bisschen was auf meinem Channel für die kommende Zeit. Und zwar klipp und klar gesagt, ich habe am Wochenende folgendes Ding erhalten. Einen 3DS. Gut, der sieht jetzt nicht besonders originell aus, aber was das Ganze interessanter macht, ist die Rückseite. Denn da sitzt die Capture-Card für meinen 3DS. Was bedeutet, dass er bald 3DS-Games kommen werden? Mein alter 3DS, warte, den habe ich hinten noch liegen. Hier. Könnt ihr mal sehen, der hat die Capture-Card zum Beispiel nicht. Ist zwar auch etwas handlicher, ja gut. Aber von dem Direkten ist eigentlich nicht viel zu sehen. Jedenfalls habe ich mir überlegt, wenn die 3DS-Capture-Card schon da ist, mit dem 3DS-Capture-Programm, werde ich mein ganzes Upload-System ein bisschen ändern. Und zwar wird diese Woche noch komplett gleich laufen. Diese Woche kommt Grandia, Golden Sun und Pokémon Together Forever. Die letzten zwei Folgen. Ab Mittwoch läuft ein neues Together mit dem Ryu. Und dann wird sich... und zusätzlich kommt, ich glaube, ab Mittwoch. Vielleicht ungefähr so ab Mittwoch, Pi mal Daumen, geht es dann mit zwei 3DS-Games zusätzlich los. Das wird dann drei Tage so sein. Dann wird am Wochenende, und das kann ich jetzt schon mal sagen, ein Together mit Ryu kommen, wir spielen das Pokémon-MMO-Spiel. Jedes Wochenende zwei Parts. Samstag und Sonntag kommen dann hoch. Und ab Montag geht es dann los. Grandia wird pausieren und Golden Sun wird auf unbestimmte Zeit pausieren. Die Aufnahmen sind alle schon fertig, die sind aber weg. Ja. Dafür kommt, warte, das ist sogar schon im Capture, in der Capture drin, dafür kommt Pokémon X und jetzt muss ich meine anderen 3DS-Games mal eben holen und das mit Abstand genialste Game für den 3DS, also bisher, das stellt alles in den Schatten meines Erachtens nach, Bravely Second, Endlayer. Zusätzlich, ich habe hier einige 3DS-Games, wir können ja mal gucken, zusätzlich kommen dann noch hier ein paar Let's Plays. Oder diese hier. So. Was ich auf jeden Fall Let's Playen möchte in naher Zukunft, das ist ja, One Piece zum Beispiel wäre eine Maßnahme. Omega Rubin, nur um zu zeigen, warum ich das so schlecht finde. Zelda Link Between Worlds, Zelda Ocarina of Time 3D habe ich auch. Pokémon Heart Gold, Pokémon Schwarz muss man gucken, sind jetzt nicht auf höchster Priorität, aber halt um meinen Pokémon Plan zu vollenden, sollte das auch kommen. Dann ganz wichtig, Pokémon Weiß 2, ja, das kommt dann auch noch hin. Und ganz wichtig ist für mich dieses Game hier. Golden Sun. Dark Dawn, Dunkle Dämmerung. Habe ich noch nie gezockt, das ist für ein DS, ist schon etwas älter. Habe ich aber noch nie gespielt. Möchte ich auf jeden Fall machen. Als Blind LP. Das muss einfach sein. Aber das, und da habe ich mir gedacht, jetzt wirst du einen Umschwung machen. Du wirst deine aktuellen Projekte stoppen. Wir werden pausieren. Wenn ihr unbedingt möchtet, dass Grandia und Golden Sun trotzdem noch regelmäßig kommen, bitte ich euch diesmal hier unten in die Kommentare zu schreiben. Ja, diesmal auch wirklich. Ja. Wir merken uns das FAQ, meine Damen von der Community und Herren. Schreibt es drunter, wenn ihr gerne Grandia weitersehen wollt, den 100% Run, oder ihr wollt Golden Sun weitersehen, dann sehe ich zu, dass ich das vielleicht mal mit am Wochenende hochlade oder sowas. Aber prinzipiell wird es auf diesem Channel jetzt erst einmal 3DS-Spiele geben, und zwar einige. Wie ich schon gerade schon angekündigt habe, wird es ab Mittwoch, vielleicht auch Donnerstag, ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie ich es mit dem Upload hochkriege. Da wird ganz normal der Plan laufen, oder ob ich jetzt erstmal Voraufnahmen starte und die ab kommender Woche hochlade. Aber ich glaube, dass ich schon diese Woche die ersten Parts hochladen werde von Pokémon X auf jeden Fall, da sind schon zwei im Kasten. Und von Bravely Second Endlayer werden auch einige gedreht, weil ich dieses Spiel genial finde. Ich habe es vor kurzer Zeit das erste Mal durchgespielt. Es sind gut 60 Spielstunden. Das ist Wahnsinn. Für ein 3DS-Game ist das genial. Und das hat mich so geflasht. Ich finde dieses Spiel so toll. Da wird auf jeden Fall ein Let's Play zukommen und jetzt auch in naher Zukunft. Die anderen Projekte sind alle nicht eingestampft. Die bleiben, die ruhen alle ganz normal. Es wird halt auf meinem Kanal jetzt hauptsächlich 3DS-Spiele geben. Ja. Und wir fangen an mit Pokémon X und Bravely Second Endlayer. Ich hoffe, es sind jetzt nicht allzu viele enttäuscht. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr Grandia und Golden Sun weitersehen wollt. Die Togethers werden auf jeden Fall weiterlaufen. Es werden weiterhin täglich drei Videos kommen. Pokémon X, Bravely Second und Together.
Das neue Together wird euch auch gefallen. Startet ab Mittwoch. Mittwoch meine ich, ne? Ja, müsst ihr ab Mittwoch starten. Hype und dann Abfuck, ja. In diesem Sinne viele Grüße an Regibang für die Mod. Ja, das ist Pokémon Big Bang. Jetzt habe ich es verraten, aber... Oh mein Gott. Seid mal gespannt. Es ist einiges in dem Let's Play, was total Abfuck ist. Aber dazu, wie gesagt, das seht ihr im Let's Play. Pokémon X und Bravely Second sind die Hauptprotagonisten in den nächsten Wochen auf meinem Channel. Bravely Second wird wahrscheinlich noch einiges länger dauern. Ich plane damit gewaltig vielen Parts. Du kannst ja ausrechnen, bei 60 Spielstunden ungefähr. Meine Partlänge soll bei 3DS-Spielen so ungefähr 20 Minuten lang sein. Finde ich, das ist nur eine gute Zeit. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen, als dass ich euch eine schöne Woche wünsche weiterhin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einem 3DS-Game wieder, würde ich sagen, Leute. In dem Sinne, macht's gut, euer Duran sagt ciao und raus.